Wusstest du, dass Koffein der wirkungsvollste Booster für deine Radfahrleistung sein könnte? Eine aktuelle Studie hat sich angesehen, welche Supplemente am meisten bringen. Nitrate, Natriumbicarbonat, Beta-Alanin, Kreatin oder eben Koffein. Das klingt jetzt nach einer langen Liste, aber keine Sorge, ich fasse das mal kurz für dich zusammen. Insgesamt wurden 36 Studien analysiert und das Ergebnis ist klar, von all diesen Supplements stach Koffein am meisten heraus. In allen 5 Studien, die Koffein getestet hatten, verbesserte sich die Leistung der Radfahrer. Die Zeit für eine Strecke wurde im Schnitt um 1,7 bis 4,6% verkürzt und die Leistung stieg um 2,5%. Klingt nicht nach viel, auf einem Rad könnte das den Unterschied machen zwischen vorne und weit hinten. Natriumbicarbonat schnitt auch nicht schlecht ab, 3 von 6 Studien zeigten eine Leistungssteigerung. Kreatin hingegen, das war eher ein Flop für den Sprint, aber Ausdauer hat das leicht verbessert. Und der Rest, Nitrate und Co., die hatten eigentlich kaum einen Effekt. Also, wenn du beim nächsten Radtraining an deine Grenzen gehen willst, könnte der Schlüssel ganz einfach eine Tasse Kaffee sein oder ein bisschen mehr Koffein. Aber Achtung, kein Koffeinpulver kaufen, das kann man schnell überdosieren. Infos zur Studie, die findest du unten im Text. Hast du Lust auf mehr solche Fakten, dann folg uns und lass uns in den Kommentaren wissen, welches Supplement du schon ausprobiert hast. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Faktenvideo.